Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich darf mich diesem Gruß anschließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in den USA wurde mit Donald Trump ein neuer Präsident gewählt, über dessen außenpolitische Orientierung wir noch nicht so viel wissen. Es zeichnet sich jedoch schon seit Längerem ab, dass wir uns künftig weniger darauf verlassen können, dass die USA sich in den Krisengebieten so stark einbringen, sondern es kommt vielmehr auch auf unser Engagement an. Und wenn wir die Amerikaner dazu ermutigen wollen, weiterhin Engagement zu zeigen für die Sicherheit, dann müssen wir selbst auch bereit sein, uns einzubringen. Für uns ist Partnerschaft und Verantwortung keine Einbahnstraße. Das sagen wir ganz klar auch in Richtung der USA. Wir sind ein verlässlicher Partner, und gemeinsam werden wir in der NATO weiterhin einstehen. Und Deutschland ist dazu auch bereit, mehr einzubringen. Auch das ist Ausdruck unserer Verantwortung. Genauso klar ist auch ein Bekenntnis für Europa. Unser langfristiger Weg ist eine europäische Verteidigungsunion. Unsere Verteidigungsministerin hat dies sehr deutlich dargestellt. Es geht darum, dass wir alle unsere Fähigkeiten einbringen, nicht ganz so, wie es mal mit einer europäischen Verteidigungsarmee nach dem Sinnbild der internationalen sozialistischen Bewegung zu sehen ist, lieber Kollege Arnold, sondern Verteidigungsunion bedeutet, dass wir so zusammen von unten die Kooperation immer weiter stärken. Das ist auch unser europäischer Gedanke. Wir sind bereit, hier als Rahmennation auch zu agieren, voranzugehen. Und insbesondere gilt dies auch nach dem Brexit. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir die europäische Säule innerhalb der NATO weiter stärken wollen. Auch das ist für uns Ausdruck von Verantwortung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die, die Europa schwachreden wollen und versuchen, mit dem Gift des Nationalismus sozusagen die europäische Idee zu untergraben, die stellen die Grundlage des Friedens und auch die Freiheit in Europa infrage. Nur gemeinsam sind wir stark in der Wirtschaft, in Fragen der Migration und auch in Fragen der Sicherheit. Und deswegen sind die Schwerpunkte nur noch herauszuheben, die unsere Frau Ministerin dargestellt hat, nämlich Digitalisierung, eine europäische Verteidigungsunion, ein wachsender Verteidigungshaushalt. Und mit Ihrer Trendwende, Frau Ministerin, bei Personal, bei Material und bei Haushalt haben Sie schnell und weitblickend die Lage erkannt, haben darauf reagiert. Und das stärkt die Sicherheit, das stärkt die Stabilität und ist ein Ausdruck auch für den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger. Und dafür danken wir Ihnen sehr herzlich. Dafür haben Sie auch unsere volle Unterstützung. Es war Konrad Adenauer, der einmal sagte, Macht und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Der erste Bundeskanzler in der damals so jungen Bundesrepublik. Eine trockene wie auch kluge Feststellung, die nicht an Aktualität verloren hat, gerade im Zusammenhang mit der zurückliegenden Wahl in den USA, aber auch in klarer Betrachtung der sicherheitspolitischen Herausforderungen. Was bedeutet Macht in dieser Zeit und was bedeutet es, verantwortlich zu handeln? In der Sicherheitspolitik sehen wir uns drei großen Herausforderungen entgegen. Ein offensiv agierendes Russland mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, mit der Einflussnahme in der Ukraine, aber auch mit dem Agieren in Syrien, mit hybriden Provokationen, mit kurzfristigen militärischen Alarmierungen, sogenannten Snap-Exercises, um die Nachbarn bewusst einzuschüchtern. Mit der Aufstellung von drei neuen Divisionen an der NATO-Grenze wird ganz bewusst eine Beunruhigung erzeugt. Dies ist beileibe kein neuer kalter Krieg, aber es soll eine Einflusssphäre geltend gemacht werden. Und ich sage ganz deutlich, wir sind Mitglied der NATO und für uns ist der Artikel 5 unumstößlich. Für uns sind Souveränität, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit unverrückbare Grundwerte. Das sollte jeder wissen. Und das ist im Übrigen auch für uns Stabilität und Schutz nach innen. Und das ist Ausdruck auch der Verantwortung der Union, meine Damen und Herren. Zweitens. Der international agierende Terrorismus, der IS, Al-Qaida, Boko Haram. Die Welt ist dadurch bedroht. Zonen der Instabilität werden geschaffen, auch in direkter Nachbarschaft zu Europa.
Die Anschläge in Brüssel und Paris haben dies gezeigt, dass direkt Europa auch im Kern bedroht ist. Und es geht auch darum, dass Heimatregionen von Menschen bedroht sind, die fliehen müssen vor diesen Gräueltaten und die bei uns Schutz suchen. Wir dürfen diesen Ursachen nicht tatenlos entgegensehen. Wir müssen dem Terror und der Gewalt dort entgegentreten, wo sie entstehen, nicht nur militärisch, aber auch eben militärisch. Und das Dritte ist, das ist die Verschiebung in internationalen Machtgefügen. Neue Akteure und Handlungsfelder verlangen auch nach Aufmerksamkeit. Im Cyberraum, auf hoher See, am Nord- und am Südpol, im Weltraum. Dies wird zunehmend auch in den Fokus unserer Betrachtung kommen müssen. Die Digitalisierung ist ein richtiges Stichwort, aber auch hier gilt es, Chancen und Risiken zu sehen. Die Globalisierung birgt Chancen und Risiken. Und der Klimawandel macht deutlich, dass die Herausforderungen auf uns zukommen. Das sind rasante Veränderungen, die für uns Deutschland als Exportnation, als internationaler Verantwortungsträger auch von strategischer Bedeutung ist. Der ungehinderte Zugang von Handelsrouten, die Kommunikationslinien, Rohstoffe, wir dürfen uns hierbei auch nicht abhängig machen. Die Herausforderung ist, dass wir für Frieden und Freiheit weiter eintreten, dass wir unser Land weiter wirksam schützen, dass wir die Sicherheitspolitik gestalten, dass wir den Koalitionsvertrag dahingehend auch umsetzen, dass wir sagen, wir lassen uns von den Interessen und Werten unseres Landes auch leiten. Und dafür ist der Verteidigungshaushalt ein ganz wichtiger Beitrag. Und Frau Kollegin Buchholz, wenn Sie sagen, es handelt sich hier ausschließlich um einen Rüstungshaushalt, dann verkennen Sie in Anbetracht der Wahrheiten, dass es sich hierbei auch um Personalkosten handelt, dass es sich um Versorgungskosten handelt, dass es sich um Einsatzkosten handelt, um in Ländern Stabilität zu erzeugen, auch damit die Menschen dort nicht fliehen. Und das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen und nicht den Leuten etwas Falsches vorgaukeln. Unser Anspruch ist weiterhin, dass wir auf jede sicherheitspolitische Frage auch eine Antwort geben können. Und das machen wir bewusst mit einem breiten Fähigkeitsspektrum. Die Bündnisverteidigung steht dabei wieder im Fokus. Der NATO-Gipfel jüngst in Warschau hat deutlich gemacht, dass wir mit einer Vorne-Präsenz eine Stabilität im Baltikum erzeugen wollen, dass wir rotierend stationieren, dass wir in Litauen einen Beitrag leisten, damit man weiß, wenn im Baltikum ein Angriff erfolgen soll, dann würde hiermit jedes NATO-Land getroffen werden und wir würden uns zur Wehr setzen müssen. Das ist beileibe kein Säbelrasseln. Das ist wie eine Haftpflichtversicherung. Und wir sagen auch deutlich, wir wollen einen Beitrag zur VJTF in 2019 stellen. Unser Antrieb ist es, Krisen auch dort zu besänftigen, wo sie entstehen. Und wir wollen sie auch entschärfen bei der Anti-IS-Mission mit 64 weiteren Nationen. Und es zeigt sich ja, dass der IS besiegbar ist, dass er zurückgedrängt wird. Und deswegen war es auch wichtig und richtig, dass wir unseren Beitrag leisten mit Aufklärungstornados, dass wir unseren Beitrag leisten mit Tankflugzeugen, mit einer Fregatte als Schutzfregatte und vor allem auch die AWACS-Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Und ich sage allen, dieser Einsatz wird aus der Türkei heraus geflogen, nicht für die Türkei geflogen, weil es uns darum geht, dass wir den Menschen eine sichere Heimat in Syrien wieder ermöglichen wollen. Meine Damen und Herren, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir überall hin Soldaten entsenden wollen. Nein, ganz im Gegenteil. Das wollen wir nicht. Wir wollen stattdessen vielmehr im Rahmen einer Ertüchtigungsstrategie, so wie es unsere Bundeskanzlerin mal deutlich gesagt hat, Länder selbst in die Lage versetzen, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Und mit einem eigenen Titel, der 2016 erstmals mit 100 Millionen, jetzt mit 130 Millionen auf unseren Antrag hin ausgestattet ist, wollen wir genau diese Ertüchtigung weiter voranführen. Für Länder, die einen guten Weg gehen wollen, aber unter einem Druck stehen, Länder wie Mali, Tunesien, Nigeria, Jordanien und auch im Irak. Ich sage das mal an die Opposition, vielleicht vielmehr an die Grünen, so wie es einmal hieß, du musst dazu beiführen, dass den Menschen das Angeln zu lehren, anstatt ihnen Fische zu geben, sagen wir, wir ziehen es vor, Länder selbst in die Lage zu versetzen, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Dazu kann auch der Export von Ausrüstungsgütern ein wichtiger Beitrag sein, meine Damen und Herren. Der Verteidigungshaushalt 2017 umfasst ca. 37 Milliarden Euro.
Das sind notwendige Investitionen in und für die Sicherheit Deutschlands. In Ergänzung sage ich der bisher aufgeführten Maßnahmen, wir beschaffen einen neuen Brückenlegepanzer Leguan, damit wir auch Hindernisse überwinden können, um die Landes- und Bündnisverteidigung auch zu gewährleisten. Wir ertüchtigen den Transportpanzer Fuchs, weil die Unversehrtheit der Soldatinnen und Soldaten für uns oberstes Gebot ist. Wir verbessern die Luftabwehrfähigkeit von Fregatten. Wir bauen die sanitätsdienstliche Versorgung aus. Wir stärken den Eurofighter im Bereich Radar, Selbstschutz und Bewaffnung. Und vor allem ertüchtigen wir weiter und beschaffen Rettungshubschrauber wie den NH90 Forward im Medivac. Das macht uns handlungsfähiger. Das gibt uns die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Ganz im Sinne und im Verständnis von Adenauer, nämlich als er sagte, was bedeutet Macht? Es bedeutet, dass wir Einfluss nehmen können, dass wir unsere Werte weiter voranbringen können und dass wir Menschen helfen, die in Not sind. Deutschland ist ein verlässlicher Partner, ein wirtschaftlich starkes Land, in der internationalen Gemeinschaft fest eingebunden. Wir wollen Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen und uns nicht hinter Partnern verstecken. Wir wollen einen Beitrag leisten, dass die NATO als Verteidigungsbündnis eine 360-Grad-Verteidigung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu jeder Zeit gewährleisten kann. Es geht um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und es geht um den Schutz der Einsatzkräfte. Das sind verantwortungsbewusste Staatsbürger in Uniform, auch in Zivil, die jeden Tag bereit sind, im Einsatz zu sein, die Zukunft unseres Landes gewährleisten, sicher, frei und vielfältig. Und darum danke ich allen Soldatinnen und Soldaten, auch allen Polizeikräften und auch Rettungskräften, die im Einsatz und im Heimatbetrieb einstehen für Deutschland und für die Sicherheit auch unserer Partnerländer. Diesen Männern und Frauen die bestmögliche Ausrüstung zu geben, politische Rahmenbedingungen zu geben, vor allem auch moralische Rückendeckung zu geben. Das ist unsere Aufgabe und das ist Ausdruck dieses Haushaltes. Es geht um nichts mehr als um die Sicherheit unseres Landes für die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen ist dieser Verteidigungshaushalt richtig und deswegen stimmen wir ihm auch aus voller Überzeugung zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die SPD-Fraktion.